Ja, wir haben heute wieder eine Veranstaltung im Rahmen unseres Jubiläumsjahres, die Juni-Aktion. Ja, Public Viewing im Grunde genommen der Fußball-Damen-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft, Deutschland gegen Nigeria. Das Ganze haben wir als After-Work-Party so ein bisschen aufgezogen, rund um das Thema Fußball. Wir haben dabei verschiedene Aktionen gemacht, Torwandschießen im Wettstreit gegen die Spieler des SC Melle, der Landesligamannschaft. Dann hatten wir einen Riesenkicker da, das heißt, da können 4 gegen 4 spielen, auch was ganz Interessantes, auch viel umlagert. Und als ja, Stargast, sage ich mal, Ansgar Brinkmann heute Abend, der zum Interview bereit war, der sein aktuelles Buch nochmal vorgestellt hat, da interessante Sachen von erzählt hat. Wieder nochmal in der Live-Übertragung. Nein, natürlich. Und als absolutes Highlight natürlich die Live-Übertragung des Fußballspiels. Das Ganze bei ja, gutem Wetter. Gut geplant, hat geklappt. Wir haben Getränke und Essen zu Jubiläumspreisen. 175 Jahre Kreissparkasse Melle, 1,75 Euro die Preise. Also insgesamt, die Stimmung ist hier gut, die Leute sind gut zufrieden. Die, die nicht da sind, haben was verpasst. Platz wäre noch gewesen für mehr, aber ich denke, wir erleben heute einen spannenden Fußballabend mit dem Endergebnis, dass Deutschland gewonnen hat und schon mal sicher in die nächste Runde kommt.